Meine lieben Mitsammler, herzlich willkommen bei Busy Bee from Germany. Ich würde euch heute gerne etwas über Haare erzählen. Ich habe euch diese Barbie schon in meiner Dezember-Schnitzeljagd gezeigt. Und ich würde heute gerne über Haare sprechen, über die Unterschiede, die es gibt für Barbies zum Rerouten, wie ihr die Unterschiede bei den Haaren erkennen könnt und worauf ihr achten solltet. Es gibt spezielle Unterschiede. Meine lieben Mitsammler, ich habe sie euch schon gezeigt in einem anderen Video, auf meiner Schatzsuche war sie auch schon zu sehen. Das hier wird unser nächstes Reroute-Projekt. Sie ist die Tainzado Mágico, die spanische Version der Twirly Curls. Und ich werde ihr lange Haare verpassen, lange blonde Haare, um genau zu sein. Ich habe hier schon mal was rausgesucht. Hier könnt ihr sehen, da ist schon mal viel blondes Haar zu sehen. Und ich werde mich von einem von den Blondtönen entscheiden und werde ihr die dann einziehen. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Ich würde euch jetzt nur gerne noch was über die Haare erzählen. Das hier, was ihr seht, ist Saranhaar. Und wir brauchen jetzt ein bisschen Sternenstaub. Ich werde sie in einem dieser Blondtöne rerouten. Ihr seht es wahrscheinlich gerade nicht so perfekt, aber da gibt es Unterschiede. Das ist im Moment nur das Licht, das gegenspiegelt. Also, was gibt es denn eigentlich an unterschiedlichen Haaren? Also wir haben zunächst mal Nylonhaar. Das ist das hier. Das ist Nylonhaar. Nylonhaar gibt es auch schon seit Ende der 60er Jahre. Meine ich, ist irgendwann in den 60ern erfunden worden, ist eine sehr leicht zu verarbeitende Haarfaser. Der Vorteil von Nylon ist, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, kann man da ganz einfach Locken mitzaubern. Da kommt man ganz schnell wunderbare Ergebnisse. Ihr seht, die Haare scheinen übermäßig stark. Also es wird vom Licht extremst reflektiert, was es dann auch leicht gleich wieder künstlich wirken lässt. Wenn man aber was Verrücktes machen will, ist das nicht unbedingt immer das Schlechteste. Deswegen kann man es durchaus mal machen. Es gibt ja durchaus auch mal verrückte Ansätze, die man da verfolgen kann. Und wie gesagt, das ist erstmal Nylonhaar. Also Nylonhaare kommen in vielen Farben. Das ist jetzt nur ein Teil, also es gibt die in fast allen Farben des Regenbogens zu kaufen. Der einzige Nachteil, es gibt nur sehr wenig natürliche Haarfarben in Nylon zu kaufen. Die sind alle irgendwie doch ziemlich quietschig bunt. Was für das richtige Projekt ja durchaus okay sein kann, aber das will man ja nicht immer. Was gibt's noch? Ja. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingshaarfaser. Die habe ich schon sehr häufig verwendet. Ich habe mit Nylon noch nicht so viel gemacht, weil ich finde, natürlich ist irgendwie schöner, deswegen verwende ich allermeistens Saranhaar. Das ist etwas schwieriger zu bearbeiten, aber das wirkt natürlicher am Ende. Es reflektiert auch, aber nicht ganz so stark wie Nylon. Und ja. Da gibt's, also im Gegensatz zu Nylon hat Saran eher normale Haarfarben, sag ich mal, wie so ein dunkelblond oder so ein hellbraun oder so. Man kriegt auch verrückte Farben, wie zum Beispiel dieses Pink oder so, aber man kann auch sehr viel mit natürlichen Haarfarben machen, wenn man das lieber natürlich mag. Und das letzte, was es noch gibt, ist keine Kalonhaar. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Keine Kanonenhaar kam so Ende der 80er und wurde in den 90ern sehr stark verwendet. Das ist eine sehr günstige Haarfaser, die in den 80ern, glaube ich, auf den Markt gekommen ist. Oh, beziehungsweise da relativ weite Verbreitung fand. Und ja,
Ihr findet keine Kalonhaare hauptsächlich an den 90er Jahre Barbies. Zum Beispiel diese Kreppwellen oder so, das ist meist immer mit keine Kalon gemacht, weil die Haarfaser sich leicht bearbeiten lässt. Sie hat auch den Nachteil, sie glättet sehr schnell, was bei Nylon und Taran nicht unbedingt der Fall ist. Deswegen wurden immer viele Haare eingezogen. Ja, wie gesagt. Diese drei Haartypen gibt's. Und die unterscheiden sich auch ein bisschen in darin, was man mit ihnen machen kann. Ich möchte euch noch was sagen zum Thema Reboot selbst. Ich glaube, ich habe das Thema so noch nie angesprochen. Aber wenn ihr rerootet, ist die Haarfarbe ein wichtiger Aspekt. Dazu würde ich euch auch gerne noch etwas erzählen. Diese Beauty Secrets, die ihr im Hintergrund seht, fand ich mit geschnittenen Haaren auf einem Flohmarkt. Sie hat von mir ein Reroot in Rotblond bekommen, aber das Rot wurde sehr stark vom Kopf verschluckt, aufgesaugt, so dass sie jetzt bei genauerer Betrachtung nur eher blond auf euch wirkt. Es ist sehr schwer zu beschreiben, was bei dem Reroot mit der Farbe selber passiert, aber ich wollte es euch erzählen, denn man merkt es erst hinterher, wenn man rerootet hat. Mein Rat ist, dass ihr euch nicht von vornherein auf die Farbe versteift und dann in Wirklichkeit sieht sie nach dem Einziehen ganz anders aus. Ich habe für euch natürlich noch weitere Beispiele, wie diese Superstar Barbie. Sie hat von mir eine Farbe namens Oxided Julia bekommen. Sie hat an sich nichts mit dem Color Magic Haar aus den 60ern zu tun, auch wenn die Farbe so heißen mag. Auf alle Fälle sind in dieser Oxide Julia Mischung verschiedene Rottöne und ein Teil von diesen Rottönen wurde auch hier vom Kopf verschluckt. Lasst mich euch noch weitere Beispiele zeigen. Ich glaube, ich habe sie einigen von euch schon gezeigt. Meine Ultra Hair Whitney in lila blau. Mein Gedanke war hier, ihr eine Farbe zu geben, die 1:1 zu der Augenfarbe passt. Also dieses Blau und das Lila. Auch hier wurde wieder ein Teil geschluckt vom Kopf, von der Farbe. Ich finde, das Blau ist kaum noch zu sehen. Und das Silber, was da drin ist, das kommt extrem vor. Also zusammen mit dem Lila. Und die Farbe heißt übrigens Fairy Lights. Die Haarfarbe sieht nicht schlecht aus, aber ihr solltet es immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr rerootet. Ein weiteres Beispiel seht ihr jetzt noch. Ich nenne sie mal meine Lockenprinzessin. Sie hat von mir einen Blau-Grün-Ton bekommen als Reroot. Aber man sieht von den langen Haaren nur das, also in den langen Haaren sieht man wirklich nur das Grün. Das Blau ist wieder komplett verschluckt worden von dem Kopf. Wie gesagt, behaltet das im Hinterkopf. Bisher habe ich nur eine Ausnahme gefunden und das passiert, wenn man die Farben selber mischt. Das seht ihr hier. Ich habe das natürlich wieder mal ausprobiert. Meine Skipper, die hat auch richtig lange Haare. Bei ihr habe ich die äußeren Reihen mit drei verschiedenen Tönen rerootet. Und da kam das wirklich so raus, wie ich das geplant hatte. Hier wirken allerdings die platinblonden Strähnen, die ich hier eingezogen habe, fast weiß. Das war aber mehr oder weniger so geplant. Ich wollte, dass diese sehr hellen Strähnen als Highlight drinne sind. So als Kontrast. Ich wollte die Idee mit dem Kontrast hier mal testen. Wenn ihr selber mischt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, eure Vorstellungen wirklich zu verwirklichen, 1:1, so wie ihr euch das vorstellt. Das habt ihr bei vorgegebenen Mischungen nicht immer. Wie gesagt, ich habe mir auch noch nie mehrere Farben nach meiner eigenen Vorstellung mischen lassen. Ich nehme immer nur Standardfarben, die es schon gibt. Trotzdem finde ich das Thema sehr interessant und dachte mir, ich erzähle euch das mal, weil euch das möglicherweise auch interessiert. Und ich glaube, ich habe das vorher noch nie in einem Video erzählt. Was ich euch keines, also ich würde noch gerne 2 oder 3 Worte dazu sagen, was ihr nicht machen solltet, wenn ihr eine Puppe rerootet, und das ist auf alle Fälle erstmal nicht von vornherein festlegen, so und so soll der Kopf nachher aussehen, weil, wie ich euch gerade schon erklärt habe, manchmal kommt was anderes raus als Farbe, als was man da wirklich einzieht, weil auf dem Kopf verändert sich das dann doch nochmal.
Da würde ich euch nicht zu raten, euch gleich festzulegen, so und so soll es aussehen, sondern macht einfach und guckt, was rauskommt. Das ist viel entspannender und viel angenehmer, als wenn ihr euch vorher schon festlegt, so und so muss das aussehen und am Ende passt es dann nicht. Kann ich euch von meiner Erfahrung sagen. Und was ich auch keinesfalls machen würde, wäre zu billiges Haar verwenden. Weil wenn ihr zu billiges Haar verwendet, dann ärgert ihr euch hinterher nur, weil das schnell abreißt, wie zum Beispiel bei Karnevalsperücken oder solches Zeug. Und es sieht einfach auch stumpf aus. Es fühlt sich stumpf an und es sieht auch irgendwie künstlich aus, wenn es auf dem Kopf ist. Ich habe auch welche damit, die habe ich mal in Konvoluten dabei gehabt. Und es sieht einfach komisch aus, wenn ihr mich fragt. Es fühlt sich komisch an, es sieht komisch aus. Also würde ich euch nicht zu raten. Nehmt lieber besseres, qualitativ hochwertiges Haar. Da habt ihr keine bösen Überraschungen mit. Die einzige Barbie, die ich wirklich kenne, die Nylonhaare hat, ist die Rockstars Barbie, beziehungsweise ihre Schwester, die von 1985, glaube ich. Ich meine, das ist die zweite Welle von denen. Also die erste Barbie und diese Rockstars Barbie, das sind die einzigen, die ich habe und kenne, die wirklich Nylonhaare haben, weil das sieht man durch die Packung durch. Das ist so glänzend. Das ist so anders. Ihr wisst schon, was ich meine. Also man sieht wirklich, dass es Nylonhaar ist. Und das sind die einzigen von die ich gerade habe und von denen ich weiß, dass es tatsächlich Nylonhaar ist. Verwendet, um die Locken da reinzukriegen, das ist Saranhaar. Ich nenne das Haarspray-Locken, I call it